Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty Black Ops Cold War. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Schauen wir mal, ob wir noch was wegkriegen. Sehr gut. Da kommen doch gleich bestimmt welche raus, ne? Leider zu schnell verschwunden. Du kannst doch mal weg. Autsch. Oh. Du hast da eh nur eine Pistole als Zweitwaffe. Ja, ich kümmere mich halt erstmal darum. So, jetzt aber mal. Ah, unglaublich viel Munition haben wir auch nicht mehr. Autsch. Das sind alles unsere. Die allerdings nicht. Na. Falschen Moment bewegst, Kollege. Du hast dich echt im falschen Moment hier bewegt. Na gut, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, muss ich zugeben. Aber mit der Pistole kommst du ja auch gut zurecht. Da gerade jemand verschwunden? So, da kann ich mir doch mal gerade ein bisschen Zeit. Ich glaube, jetzt sollten wir langsam mal wechseln. Park für dein Team rechts herum. Verstanden. Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Was für eine Scheißbelohnung. Ja, auf jeden Fall. Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer, Park. Ausschwärmen! Findet die Atombombe! Ja, ja. Ist erstaunlich ruhig hier drin. Gewesen. Es ist plötzlich so leise. Aufpassen. Kontakt! Na, ja, lassen wir den mal. Bin dran. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal von hier an. Da blinkt, glaube ich, auch was, ne? Hatte ich gerade den Eindruck. So, ist ja doch ganz angenehm, dass man das hier relativ gut einschätzen kann. Es bricht mir schon wieder die Frame. Also das Spiel ist alles andere als optimiert, muss ich zugeben. Ich habe jetzt keine so schlechte Grafikkarte. Feuer!
Da war ich leider nicht nah genug dran zum Zurückwerfen. Okay. Hinterhalt! Die ist quasi auf dir gelandet, die Granate, ne? Au! Habe ich eine Mine übersehen, wie mir scheint. Aber gut, dass wir schnell genug waren. Raketenwerfer auf den Balkon. Sehe ich. Kann man aber auch ändern. Ja, zumindest kriegst du noch einen durch. Ist aber in Ordnung. Alles klar, aber wir kriegen euch. Okay. Danke, Lazar. Lebt da oben noch irgendwas? Scheinbar erstmal nicht. Kommen die von hinten? Nee, passt. Wie sieht's aus? Darf ich dir einen Drink spendieren, wenn das vorbei ist? Das ist kein Nein. Gott, nehmt euch ein Zimmer, ihr zwei. Ja. Sir, wir sind ja auf einem Zimmer. Ah ja. So, die rennen durch die Gegend. Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Weitersuchen. Da. Stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Heilige Scheiße. Jemand tötet die Wissenschaftler. Wo? Erster Stock. Raum 27B. Okay. Erster Stock, mittlerer Raum. Nach oben. Bewegung. Wir sehen uns dort, Park. Plump. Aber wirkungsvoll. Kannst deine Augen nicht von mir wenden, was, Park? Ja, passt doch. Bell, setzt das C4 ein. Natürlich. Dafür haben wir es ja. Adler, wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind festgenagelt. Wir kommen nach. Hm, Brandstifter. Kann das sein, dass die Dragonfire-Munition geladen hat? Ja, auf jeden Fall eine Idee. Wechsel in Deckungsposition. Ach was. Mist, das war nichts. Gehen wir. Rücke vor. Okay, ich glaube, wir haben sie. Soweit. Bitte, sie erschießen uns! Rücke vor! Nein! Bleib weg! Na, von da oben. Ich rücke vor! Gut, ich glaube, das waren die. Gut, läuft ja. Weiter geht's. Gut, dass du nicht reagiert hast. Sie haben sich verschanzt. Wir müssen nah dran sein. Schalte das schwere MG aus. Ist schon. Feind in Bewegung.
Ist schon ausgeschaltet. Kein Stress. Ich brauche Feuerschutz. Okay, Glück gehabt. Wer wirft denn noch mit Granaten? Da war noch eine Mine auf dem Boden, sehe ich gerade. Den Raum ab. Hastings, reden Sie. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungscodes zu rekonstruieren. Er hat so vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Es tut mir leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt. Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden. Zeit zu gehen, nicht? Kontakt! Da kommt ein Heli! Das muss Perseus sein! An alle Teams! Rauf aufs Dach! Bewegung! Bewegung! Okay. Ich rücke vor. Verstärkung greift diese Anlage ein. So, können wir jetzt hier schon mal ein bisschen was euch zurückgeben? Ich hoffe, dass von euch jetzt keiner abtrünnig wird. Ich habe ein VIP gesichtet. Südliches Dach. Vielleicht Perseus. Er steigt in einen Heli. Haltet ihn auf. Das Fenster. Durchs Fenster. Well, los geht's! Ah, alles klar. Scheiße! Der Heli ist entkommen! Vergiss den Heli! Wir haben größere Probleme! Skyhook, ihr Bodenteam! Sichtkontakt bestätigen! Bestätigt, Bodenteam! Haben Sichtkontakt! Zieht das Geschirr fest! Verschränkt die Arme und den Rücken gegen den Wind! Ankunft in 2 Minuten! Okay! Vorsicht, Park! Da sind Scharfschützen auf dem Dach! Sitzen auf dem Sie sind überall! Kontrollierte Salvenlasser! Wir haben kaum noch Munition! Weißt du was, zurück. Ich glaube, ich wäre jetzt bereit für diesen Drink. Keine falschen Versprechen, Park. Aber nicht diese Pferdepisse, die du Bier nennst. Ich will einen richtigen Drink. Bereithalten! Sie kommen! Ja, wir können sogar wechseln, sehr schön. Ja, alles klar, das läuft ja. Hier geht die Munition aus. Wo bleibt das Flugzeug? Eine Minute. Konzentrier dich, Lazar. Ich sag dir was. Wenn wir hier raus sind, gehen die Drinks auf mich. Also dafür lohnt es sich zu kämpfen. Guten Team, hier ist Skyhook. Eure Zone glüht wie die Hölle. Können wir helfen? Wir wüssten es sehr zu schätzen, Skyhook. Bestätigt. Hilfe ist unterwegs. Cool. Bodenteam. Bestätigt. Wir räumen jetzt das Dach. Volltreffer. Verstanden, Skyhook. Ich sehe das Flugzeug. Park, wir müssen uns in das Seil einhängen. Jetzt! Wir machen das nacheinander. Bell, kling dich ein. Wir geben Deckung. Los! Dankeschön. Hier.
Na? Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich würde gerne. Na los, Bell, das Flugzeug kommt. Der Trigger ist einfach zu unpräzise. Meine Beine. Ich komme nicht ans Geschirr. Okay, wir können einen auswählen. Bewegt dein Arsch, Bell. Dann wird das wohl nichts mehr mit dem Drink. Nun, das war ein verdammtes Fiasko. Man muss mit den Infos arbeiten, die da sind, nicht mit denen, die man gerne hätte. Wir haben da unten die Zeche gezahlt. Was Pels Schuld? Keine Ahnung, wessen Schuld es ist. Ich weiß nur, dass Perseus nicht eine einzige scheiß Atombombe hat, sondern Dutzende. Millionen Menschen werden sterben. Und man wird den USA die Schuld geben. Finden Sie raus, wo er das Aktivierungssignal senden will. Und wie sollen wir uns das aus dem Arsch ziehen? Bell müsste wissen, wo. Bell? Dieses verdammte Schulprojekt war ein Desaster. Schreiben Sie Adler noch nicht ab. Der Mann hat viele Asse im Ärmel. Komm schon. Nur noch ein Stück. Sims, hol die Trage. Ich glaube, ich schulde dir was. Oh, Scheiße. Wir verlieren noch viel mehr als Lazar, wenn wir unseren nächsten Zug nicht richtig durchführen. Du musst noch unbedingt für einen Einsatz durchhalten. Ich verlasse mich da auf dich, Bell. Sims, bereite die Spritzen vor. Alle. Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Er nützt uns jetzt nichts mehr. Bleib wach, Bell. Du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Das warst du schon immer. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Injektionen ins Hirn könnten Krämpfe verursachen. Oder Schlimmeres. Verdammt! Durch die Augenhöhle. Bist du dir da wirklich sicher? Die Erinnerungen sollten sofort einsetzen. Bell, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Einmal noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Wir hatten eine Mission. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt, Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Bell. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Wir haben es am Boden!
Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir einen M16. Okay, das ist ein M5. Das wäre nicht mehr passend. Oder das. Vielleicht war es eine Handwaffe. Okay, sehr cool. Ja, ich glaube, so unglaublich viel haben wir nicht an Munition, aber sollte ja passen. Lass mal vorgehen. Ich auch. Ich jammer nicht so rum. Normalerweise zumindest. Ab und zu schon. Oh ja, ich glaube, ich möchte ganz gerne mal in das Häuschen hier. Das war's mit der Muni. Jetzt muss gerade mal vorerst. Flohen zu den Bäumen. An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. Okay, dann schauen wir in der nächsten Folge mal nach diesem Bunker. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.